Ja, herzlich willkommen mal wieder bei Hindinger Immobilien on Tour. Und heute an diesem wunderschönen sonnigen Tag werde ich gleich zwei neue Mietwohnungen für euch abfilmen. Falls euch meine Arbeit gefällt, würde es mich sehr freuen, für den Algorithmus einen Daumen nach oben zu bekommen. Und gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Das ist kostenlos, aber nicht umsonst, weil das soll euch auch die Suche nach einer neuen Miet- oder nach einem neuen Miet- oder Kaufobjekt erleichtern. Ja, ich präsentiere euch jetzt gleich eine Drei-Zimmer-Wohnung mit einem großen Balkon in der Säumestraße 11 im zweiten Obergeschoss und gleich danach filme ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Säumestraße 15 im ersten Obergeschoss. Seid also gespannt. Eine Information vorab. Jeder Interessent, der sich auf diese Wohnung bewerben will und eine Innenbesichtigung wünscht, was selbstverständlich möglich ist, muss zu Anfang erstmal eine Außenbesichtigung durchführen. Das heißt, ihr fahrt entweder in die Säumestraße 11 oder in die Säumestraße 15, schaut euch mal ein bisschen die Lage und die Umgebung an und schickt mir ein Foto der Außenbesichtigung mit eurer Selbstauskunft. Dann wird vorselektiert mit der Hausverwaltung und dem Eigentümer und dann kann ich die Interessenten, die eben vorausgewählt und in Frage kommen, gerne einladen für eine individuelle Besichtigung. Ja, also viel Spaß bei meiner virtuellen Tour und ich werde mich jetzt gleich mal umziehen und dann geht's los in die Wohnungen. Dankeschön, euer Hindinger. Ciao. So, wir sind gerade im Säumepark angekommen. Ich habe jetzt kurz geparkt und meine Maske angezogen. Ich wollte euch noch ein paar Informationen geben. Also hier hinter diesem Bürogebäude ist gleich die U-Bahn-Haltestelle Eidenbachstraße und hier in München in Richtung Osten haben wir die S-Bahn-Haltestelle Siemenswerke. Das heißt, beides ist sehr, sehr schnell erreichbar. Diese Anlage ist in sich geschlossen, das heißt, es gibt keinen Durchgangsverkehr. Es ist auf beiden Seiten eine Sackgasse, was natürlich sehr schön ist. Und in Kürze werden auch all diese vielen Bäume Laub tragen und dann ist es auch sehr, sehr grün. Und wir beginnen jetzt mal in der Säumestraße 11 mit der Drei-Zimmer-Wohnung, die ich euch schon angekündigt habe. Und nachher sind wir dann in diesem Haus in der Zwei-Zimmer-Wohnung im ersten Obergeschoss, die ihr hier schon sehen könnt. Ja, fahrt hier vorbei, macht eine Außenbesichtigung, schickt mir ein Foto mit eurer Selbstauskunft und dann kann ich euch gerne vorselektiert einladen für eine Besichtigung. Bis gleich! Und ganz schnell habe ich mich hier oben in die Wohnung gebeamt, in der Säumestraße 11, drei Zimmer mit ca. 74,5 Quadratmeter. Der Mieter war so nett und hat eine halbe Stunde vorher alle Fenster geöffnet. So wird es auch dann sein bei der echten Besichtigung durch euch. Dieses Video soll so ein virtuelles Schaufenster für euch sein. Und ich werde jetzt die Wohnung für euch abfilmen, damit ihr einen guten Eindruck von dieser Wohnung habt. Sie ist mal wieder im Säumepark. Diese Wohnanlage ist ja entstanden zwischen 2006 und 2008. Ihr wohnt hier absolut ruhig, unweit der Isar und zwischen der Eidenbachstraße und den Siemenswerken mit der S-Bahn-Haltestelle. Ja, beginnen wir mal hier in der Diele. Die Besonderheit dieser Wohnung ist, dass ihr hier rechter Hand schon ein Gäste-WC habt. Das ist ganz schnucklig und gut, weil manche Mieter nutzen das ein bisschen auch als Abstellkammer. Es ist alles sehr neuwertig und gepflegt und die Mieter waren, wie ich das schon in den ersten Sekunden sehen konnte, haben auch die Wohnung sehr pfleglich behandelt. Wir haben hier vorne eine Videogegensprechanlage. Hier geht es ins Treppenhaus. Und zu jeder Wohnung gehört auch ein Tiefgaragen-Duplex-Stellplatz, den ihr, falls ihr kein Auto habt, auch gerne untervermieten dürft. Aber ihr müsst ihn mit der Wohnung zusammen mieten, weil das eine Mieteinheit ist. Aber ihr dürft ihn natürlich gerne untervermieten. Ja, hier im Bad seht ihr ja schon, ist rechter Hand der Waschmaschinenanschluss. Hier haben viele Mieter auch einen Trockner oben drüber gestellt. Und ihr könntet natürlich auch vielleicht professionell eine Glaswand anbringen zum Duschen. Was die Mädels immer freut, Badewanne und Dusche. Somit könnt ihr beides nutzen. Und ja, durch das Baujahr alles sehr neu. Wollen wir mal links erstmal ins Elternschlafzimmer gucken. Da haben wir ganz am Anfang schon einen Blick reingeworfen. Hier haben wir einen sehr gepflegten hellen Teppichboden. Ihr seht schon, 2 Meter Bett auf der linken Seite, bodentiefe Fensterfronten, alle Fenster übrigens mit Rollläden. Und rechts haben die meisten Mieter auch ihren Kleiderschrank.
der natürlich bei anderen Mietern auch gerne größer ausfallen darf, weil hinter der Nische ist ja 60er Tiefe. Das heißt, ihr könnt über die gesamte Breite hier den Kleiderschrank stellen. Dann werfen wir mal hier einen kleinen Blick in den Innenhof. Das sind eben diese Häuser, die ihr bestimmt schon kennt bei mir. Hier vermiete ich ja rund 150 Wohnungen und die sind entstanden zwischen 2006 und 2008. Noch mal ein Blick ins Schlafzimmer von dieser Seite. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal ins Wohnzimmer mit der offenen Küche. Hier standen wir ja gerade. Werfen wir hier einen Blick noch rein. Auch wieder alle Fenster bodentief und eben mit Rollläden. Und das Schöne bei der Wohnung ist, dass hier eben so eine offene Küche gestaltet wurde. Viele Mieter haben übrigens hier den Esstisch. Anders als jetzt diese Mieter, die haben übrigens gar kein Sofa, sehe ich. Oder vielleicht ist das auch schon weg. Also man könnte jetzt hier einen großen Esstisch hinstellen und das Sofa eigentlich so ums Eck. Aber das darf natürlich jeder machen, wie er will. Und wir gehen mal nochmal hier rechts, werfen den Blick in die Küche. Hier ist ein klassischer, allerdings nicht allzu großer Kühlschrank. Ich möchte ihn jetzt aus Diskretionsgründen nicht öffnen, aber der geht nur über diese Höhe mit einem Gefrierfach oben. Dann haben wir hier eine Geschirrspülmaschine. Alle Geräte, Ofen, Ceranfett, Geschirrspülmaschine und Kühlschrank sind natürlich von Siemens. Und die Küche ist übrigens von der Firma Leicht. Die haben wir in jeder Wohnung hier im Säumepark. Nochmal ein Blick von der Küche in den großen Wohn-Ess-Bereich. Und durch die Öffnung wirkt es natürlich ein bisschen größer, kommt aber auf der Kamera schwer rüber. Also wundert euch nicht, dass da die Größenverhältnisse ein bisschen verzerrt sind. Ich möchte vielleicht noch mal von dieser Ecke euch das zeigen. Vielleicht sieht man das hier ein bisschen besser. Also hier, wo ich jetzt stehe, ist normalerweise ja das Sofa so ums Eck rum. Dann hat man hier normalerweise den Fernseher und da hinten den Esstisch. Ich gehe auch noch mal in diese Ecke und filme euch das mal. Ja, ein bisschen ab. Ihr seht, der Parkettboden ist auch sehr gepflegt, der Teppich ist super sauber, Küche ist ja ablösefrei. Dann werfen wir mal einen Blick in den Balkon. Das ist jetzt zu Pandemiezeiten natürlich das Allerwichtigste. Wir haben hier auch außen Strom und außen Licht, wie ihr sehen könnt. Genau, der Balkon, der öffnet sich hier so ein bisschen. Und das ist eigentlich euer Blick dann auch im Sommer. Es ist absolut ruhig, wie ich schon gesagt habe, die Bäume werden bald Laub und Blüten tragen. Es geht ja eh schon los und die Natur steht eigentlich schon in den Startlöchern. Ja, das ist eigentlich fast euer viertes Zimmer in der schönen Jahreszeit. Und ich filme euch das jetzt nochmal hier rum. Da unten steht unser Mieter, der so nett ist und ist kurz rausgegangen. Ja, und dann gehen wir weiter ins Kinder- oder Arbeitszimmer. Hier sind ein paar Kratzer von den Vormietern. Vielleicht hatten die eine Katze oder dergleichen, aber das wird im Übergabeprotokoll aufgenommen und dann ist das auch kein Problem. Wir haben ja in jeder Wohnung eine Mindestmietdauer von 2 Jahren. Also ihr müsst mindestens 2 Jahre mieten, gerne natürlich länger. Ja, und dieses Zimmer, ja, Pandemiezeit heißt Homeoffice. Und deswegen suchen ja immer mehr Leute jetzt doch wieder größere Wohnungen. Also es ist eigentlich ein umgekehrter Trend, wie schon vor ein paar Jahren, wo sich jeder reduziert hat. Und das wäre eigentlich das Kinderzimmer oder Arbeitszimmer oder eben ja, Homeoffice für beide Mietparteien, wie man hier sieht, mit 2 Schreibtischen. Auch wieder bodentiefe Fenster. Das ist der Blick vom Kinder- oder Arbeitszimmer. Und ich filme euch das nochmal von der Seite. Ich nehme an, dass viele Möbel jetzt auch schon draußen sind und die Mieter eigentlich am Sprung sind. Ja, die geräumige Diele ist auch schön genutzt. Ihr seht ja, durch die Breite und durch den Schnitt kann man hier schon eine Garderobe unterbringen. Man hat hier eben den Gäste-WC. Hier ist auch gefliest, was wesentlich pflegeleichter ist. Ja, und dann gehen eigentlich alle 3 Zimmer zentral von hier weg. Schlafzimmer,
großes Wohnzimmer mit offener Küche und eben das Arbeitszimmer und Kinderzimmer. Also, wenn euch die Wohnung gefällt, seid schnell, macht hier ganz kurzfristig eine Außenbesichtigung mit einem Foto, schickt mir die Selbstauskunft und dann lade ich euch gerne kurzfristig für kurze Besichtigungen ein. Selbstverständlich gehört ein Keller zur Wohnung mit Strom und Licht und eben der angesprochene Tiefgaragenstellplatz. Und jetzt filme ich euch gleich nochmal eine 60 Quadratmeter Zweizimmerwohnung. Danke, dass ihr dabei wart. Euer Hindinger und Tour.